herzlich willkommen am Institut für Schallforschung. Bei uns gibt es am Internationalen Tag gegen Lärm einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür, bei dem es darum geht, von Schall und Lärm zu informieren. Und in Verbindung damit auch unsere Forschung ein wenig vorzustellen. Dazu haben wir in einer kleinen virtuellen Führung unser spannendes und interessantes Programm in 6 Stationen vorbereitet, die verschiedene Aspekte von Schall und Lärm aufzeigen. In Station 1 erklärt uns unser Direktor Peter Ballasch, was Schall eigentlich ist. Was ist Schall? Wie kann also jemand zum Beispiel das hören, was ich gerade sage? Dadurch, dass die Stimmbänder in Schwingung gebracht werden und die Luft anregen. Diese Schwingungen werden durch Druckunterschiede in der Luft übertragen und können so dann am Ohr wahrgenommen, also gehört werden. Schall kann auch durch andere Medien übertragen werden, wie zum Beispiel beim bekannten Bechertelefon. Das kann man zu Hause ganz leicht nachbauen mit 2 Joghurtbechern und einer Schnur. Welche Eigenschaften hat Schall? Eine davon ist die Lautstärke. Eine weitere Eigenschaft ist die der Tonhöhe oder der Frequenz. Das kann man sehr gut demonstrieren mit Klangröhren. Die lange produziert einen tiefen Ton, die kurzen einen hohen. Eine weitere wichtige Eigenschaft des Schalls, die aus meiner Sicht wichtigste, ist die der Dauer oder des Zeitpunkts. In der Musik der Rhythmus. Wir haben nun verstanden, was Schall ist. Wie wir ihn mittels Mathematik darstellen können, erklärt uns jetzt mein Kollege Niki Holighaus aus der Gruppe der Mathematik und Signalverarbeitung in der Akustik. Das ist ein Notenblatt. Manche Musikerinnen können den Klang eines Musikstücks förmlich hören, wenn sie die Noten nur sehen. Symbolische Notenschrift zeigt uns, welche Töne zu welchem Zeitpunkt für wie lange und wie laut zu hören sind. Dennoch hängt jede Aufführung desselben Stücks von vielen Faktoren ab, die nicht allein durch die Noten bestimmt sind. Mit Hilfe mathematischer Berechnungen können wir Schall auf eine Weise darstellen, die all diese Faktoren eindeutig beschreibt und mit etwas Übung beinahe so leicht zu lesen ist. In einem solchen Spektrogramm verläuft wie auf einem Notenblatt die Zeit von links nach rechts und die Tonhöhe, wir sagen auch Frequenz, wächst von unten nach oben. An der Farbgebung kann man erkennen, wie laut einzelne Töne sind. Verstehen wir die Mathematik hinter solchen Zeitfrequenzdarstellungen, können wir Schall nicht nur visualisieren, sondern auch verarbeiten. Zum Beispiel für Spracherkennung. Hey, Siri! Oder die Entfernung von Störgeräuschen. Leider ist es nicht immer so einfach, Störgeräusche wegzuretuschieren. Ein ganz großes Thema dabei ist der Lärm, egal ob er menschengemacht ist oder natürlich. Mein Kollege Wolfgang Kreuzer aus der Gruppe der physikalischen und numerischen Akustik hat uns darüber mehr zu erzählen. Lärm ist ein Phänomen, das uns alle mehr oder weniger schwer betrifft. Schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer meinte, Lärm ist die bedeutendste von allen Störungen. Es ist nicht allein eine Störung, es ist mehr als eine Spaltung des Denkens. Und der Mediziner und Nobelpreisträger Robert Koch meinte, eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest. Aber was ist eigentlich Lärm? Schlager, Kinder, Begehrpartys, Rockkonzerts. Ein Rockkonzert ist doch kein Lärm. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ruhe! Ist es nicht. Wie wir sehen, ist die Definition von Lärm gar nicht so einfach. Lärm ist sehr subjektiv. Es hängt davon ab,
Von der Tageszeit, schläft jemand oder ist jemand wach? Von der Einstellung gegenüber dem Lärmerreger, zum Beispiel eben das Rockkonzert oder spielende Kinder. Oder auch vom eigenen Gesundheitszustand, ob man angeschlagen ist oder nicht. So, was ist jetzt eigentlich wirklich Lärm? Gibt es eine Definition? Schauen wir einfach einmal im Duden nach. Lärm. Als störend und unangenehm empfundene laute, durchdringende Geräusche. Aber was heißt denn schon störend? Selbst laut hängt von der Tonhöhe ab. Deswegen gibt es auch in der Lärmforschung diese berühmte dBA oder Dezibel-Lautheitsskala, die auf das menschliche Gehör angepasst ist. Ein Gespräch wie jetzt liegt ungefähr bei 60 dB, das vorher erwähnte Rockkonzert bei 110 dB. Das ist ein bisschen lauter als ein Motorrad. So richtig laut wird es dann beim Presslufthammer, der liegt bei 120 dB. Aber wenn wir uns konzentrieren müssen und konzentriert arbeiten sollen, dann wird teilweise sogar schon 50 dB als störend empfunden. Im Arbeitsbereich ist es so, dass bei länger dauerndem Lärm, so bei 80 dB, sogar Gehörschutz empfohlen wird. Die Komplexität des Themas bereitet uns also im Institut für Schallforschung viel Arbeit. Wir simulieren zum Beispiel die Schallausbreitung über Lärmschutzwände oder bewerten die Lästigkeit von diversen Schallereignissen. Lärm ist also etwas, das uns alle betrifft. Schall muss aber nicht nur Störgeräusch sein, er kann auch etwas Wunderschönes sein, so wie Musik oder Sprache. Mein Kollege Jan Luttenberger aus der Gruppe der akustischen Phonetik beschäftigt sich mit der Analyse und Synthese der menschlichen Sprache und österreichischen Dialekten. Der Homo sapiens aus der Gattung der Säugetiere gehört zu den beliebtesten Forschungsobjekten, wenn es um Lautäußerungen geht. Diesen Lautäußerungen ist eine ganze Wissenschaft, die Sprachwissenschaft oder auch Linguistik, gewidmet. Innerhalb der Linguistik beschäftigt sich die Teildisziplin der Phonetik mit diesen Lautäußerungen. Dem Menschen stehen eine ganze Reihe an Lauten zur Verfügung, wie wir hier anhand eines Spektrogramms des Worts Spektrogramm deutlich sehen können. Hier etwa sehen Sie sich diesen Vokal an. Dunkle Bänder intensiver Energie grenzen sich deutlich von der Umgebung ab. So können wir eindeutig die Vokale E, O und A voneinander unterscheiden. Und da das Rauschen eines Frikativs, gefolgt von der trügerischen Stille eines Plosivverschlusses, dem der Knall der Plosion folgt, bevor er langsam im Rauschen verebbt. Ja, und da sehe ich auch schon einen Nasal. Das ist natürlich auch ein Verschluss, wobei das Velum herabgesenkt ist und die Luft durch die Nase entströmen kann. Und hier, wie Sie sehen, all diese Plosive sind stimmlos. Das ist typisch für das österreichische. Jetzt müssen wir doch noch was über die Rotik sagen. Das sind lauter uvulare Frikative. Der Homo sapiens aus der Gattung der Säugetiere gehört zu den beliebtesten Forschungsobjekten, wenn es um Lautäußerungen geht. Doch es muss nicht beim Menschen bleiben. Inzwischen können wir auch die Maschinen zum Sprechen bringen. Da der Sinngehalt einer Äußerung ohnehin von ihnen selbst vorgenommen werden muss, reicht es, die akustischen Eigenschaften der menschlichen Stimme möglichst getreu künstlich herzustellen. Ich demonstriere. Widerstand ist zwecklos. Es wird alle assimilieren. Schon wieder. Durch immer genauere Analysen lassen sich künstliche Stimmen immer individueller und zweckgerichteter herstellen. Sei es für die Sprachassistenz oder für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Stimme verloren haben. Sprache und Musik sind aber nicht etwas, das nur uns Menschen vorbehalten ist. Meine Kollegin Marisa Hüschele beschäftigt sich mit
Biomusikalität. Also worin liegt der Unterschied zwischen genetisch Vererbtem und kulturell Gelerntem? Menschen sind mit Schall besonders geschickt. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, Sprache und Musik zu nutzen. Aber ist das ein Teil unserer Kultur oder sogar unserer Biologie? Wir wissen, dass jede Kultur weltweit eine eigene Sprache und Musik hat, sogar isoliert entstandene Kulturen. Wir können beobachten, dass Kinder sich ganz von alleine zur Musik bewegen und mitsingen, ohne es gelernt zu haben. Das würde dafür sprechen, dass Musik in unseren Genen liegt. Und sollte das tatsächlich der Fall sein, dann könnten doch auch Tiere musikalisch sein. Genau das untersuchen wir in der Gruppe der Bioakustik, die Wahrnehmung von Musik bei Tieren. Zuallererst untersuchen wir die tierischen Laute im Spektrogramm. So haben wir herausgefunden, dass auch Wellensittiche so etwas haben, das ähnlich ist wie Konsonante und Vokale. Nein, da hätte ich eine Vokalstudie. Nein, Jan, deine Station. Aber da ist ein Maximum bei 20 Hertz. Lass gut sein. Und jetzt wollen wir wissen, ob sie auch so etwas Ähnliches haben wie Sprache. Um das herauszufinden, untersuchen wir die Reaktion der Tiere auf akustische Reize. Zum Beispiel, um zu sehen, wie gut sie Geräusche voneinander unterscheiden können und ob sie manche Klänge lieber haben als andere. Dadurch haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass Wellensittiche Rhythmus gerne mögen. Das scheint eine echte Seltenheit in der Tierwelt zu sein. Allerdings mögen es nur die weiblichen Wellensittiche. Warum das so ist und ob wir daraus Rückschlüsse auf den Menschen ziehen können, ist unsere Forschungsfrage. Wieder zurück zum Menschen. Kommen wir nun zu unserer letzten Station heute hier in unserem Labor. Meine Kollegin Carolina Ignatiadis aus der Gruppe der Psychoakustik und experimentellen Audiologie erzählt uns jetzt etwas über das räumliche Hören beim Menschen und Cochlea-Implantaten. Schauen wir mal zu ihr in die große Schallkammer. Räumliches Hören beschreibt die Fähigkeit, eine Schallquelle im Raum zu orten. Das ist nicht nur abhängig vom Raum, in dem man sich befindet, sondern auch von der individuellen Ohrform. Ohrmuscheln sind einzigartig, wie Fingerabdrücke. Und hier im Institut für Schallforschung untersuchen wir, wie man den Eindruck eines Raums über Kopfhörer und Lautsprecher simulieren kann. Wie kommt bitte die Fliege ins Labor? Außerdem besteht ein Großteil unserer Arbeit aus der Forschung mit Cochlea-Implantaten. Das sind kleine Elektroden, die in die Gehörschnecke, die sogenannte Cochlea, eingeführt werden und somit gehörlosen Menschen ermöglichen, wieder zu hören. Wir erforschen, wie Menschen mit solchen Cochlea-Implantaten ihre Umgebung wahrnehmen und wie man die Tonqualität weiter verbessern kann. So, das war nun ein kleiner Einblick in die Welt des Schalls und Lärms am Institut für Schallforschung. Vielen Dank fürs Zusehen. Weiterführende Links findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns schon, euch beim nächsten Tag gegen Lärm am Institut für Schallforschung bei uns begrüßen zu dürfen, wo ihr dann in vielen, vielen Stationen das, was wir heute gesehen und gehört haben, selbst entdecken und lernen könnt. Schallforschung ist lebend. Das ist ein Notenblatt. Es fliegt nicht mehr anständig. Kleine Elektroden, die in die Gehörschnecke, die sogenannte Cochlea. Laut Pressluftlammerhaut, richtig Pressluftlammerhaut, Ich würde jetzt sagen, dass das die Sprachwissenschaft eine wichtige Disziplin ist.